Hi Chicas, ich hoffe euch geht's gut. Heute gibt es wieder mal einen Vlog von mir. Ich befinde mich gerade in der 37. Schwangerschaftswoche, also 36 plus 5. Und vielleicht ist dieses Video schon mein letztes Video. Ich habe ja nur noch 2 Wochen und ich muss echt sagen, also das könnt ihr euch schon vorstellen, dass ich total aufgeregt und nervös bin. Ja, das sind so gemischte Gefühle. Natürlich habe ich auch ein bisschen Angst, aber ich freue mich auch schon total, meine kleine Prinzessin zu sehen, mein kleines Wunder. Es steht nichts Besonderes an. Ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit so in meinen Alltag. Und übrigens ist gerade eine Wickeltasche angekommen. Ich habe die eben gerade ausgepackt und habe mir im Nachhinein gedacht, Mensch, warum hast du nicht ein Unboxing gemacht oder so? Die ist so schön, ich habe mich so gefreut. Als ich die Wickeltasche ausgepackt habe, habe ich erstmal so geschrien, so, oh, die ist so schön, Schatz, schnell, schnell, komm runter, komm runter. Und dann ist Lukas runtergekommen und der so, oh mein Gott, was ist passiert? Ich dachte, du hast Wehen und wir müssen ins Krankenhaus. Ich so, nein, du Doofi, ey, meine Wickeltasche ist angekommen. Und der, typisch Frau, ne? Also das ist nicht typisch Schwangere, sondern typisch Frau. Ja, also ich dachte mir, ich zeige euch schnell die Wickeltasche. Die ist erstens wunderschön und ich weiß, dass viele schwangere Mamas mir ja auch zuschauen und vielleicht ja ist dieser Tipp eben hilfreich. Deswegen zeige ich sie euch jetzt. So, ich habe mich jetzt hier einfach hingesetzt. Es ist irgendwie total komisch. Ich kann kaum mehr sitzen. Ihr könnt das sehen, wie riesengroß mein Baby auch geworden ist. Ich zeige euch übrigens gleich mein Outfit und einige Schwangerschaftskleider, die ich mir bei Shein bestellt habe. So, ich zeige euch dann hier die wunderschöne Wickeltasche, die ich mir ausgesucht habe bei Bupo. Und die ist so traumhaft schön. Und schaut euch mal die Größe an. Ein Traum. Also hier passt wirklich unglaublich viel rein und die Qualität ist einfach nur ein Traum. Also das kann ich euch wirklich versprechen. Mein Mann hat die angefasst und hat auch gesagt, mein Gott, ist die gut verarbeitet worden. Die ist wirklich qualitativ super, super hochwertig. Ja, diese Wickeltasche ist von der Marke Bupo. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Designed in Schottland und ich mag die Wickeltasche unheimlich gerne. Die ist hier richtig toll gesteppt worden. Ich bin ja eh so ein Step-Liebhaber. Ja, was ist? Nix. Ja, kannst schnell vorbei, kein Problem. Real life. Was hast du denn da? Du musst die Kamera nehmen. Nee, ich kann die Kamera nicht näher machen. Willst du das jetzt in die Kamera zeigen? Was ist denn das? Eine Garage. Eine Garage ist. Okay. Das ist meine Garage. Das ist deine Garage. Gut, und die bringst du jetzt raus? Ja. Dann mach mal. Tschüss. Tschüss. Machst du aber die Tür hinter dir zu? So, nochmal. Ja, auf jeden Fall habe ich mich für diese Wickeltasche hier entschieden. Das ist die Bupo Iona und die ist hellgrau, wie ihr unschwer erkennen könnt, in Kombination mit Altrosa. Ich zeige euch das ja in Nahaufnahmen. Ja, hellgrau, die Tasche ist wunderschön gesteppt, also vom Design her bisher die schönste Wickeltasche, die ich jemals gesehen habe, muss ich wirklich dazu sagen. Und ich glaube, das könnt ihr auch selber sehen. Ich bin jetzt vorsichtig, aber es gibt selten eine Wickeltasche, die ich schön finde und die hier ist wirklich traumhaft schön, super stylisch und modern. Und ja, die hat eine perfekte Größe, wie ich finde. Das Außergewöhnliche an dieser Wickeltasche ist, dass man hier das rausziehen kann. Schaut mal, wie schön die designt worden ist. Hier ist auch alles altrosa mit weißen Pünktchen. Ja, und dann kann man das hier so öffnen. Hier sind auch 2 Knöpfe. Das kann man übrigens auch komplett abmachen. Hier sind auch nochmal 3 Knöpfe. Ja, und wenn wir dann unterwegs sind, bei Oma oder wo auch immer, dann können wir die Babys hier drauf wickeln. Und wie gigantisch ist das denn? Das ist wirklich richtig schön weich und ich bin absolut begeistert. Also, und wir haben es natürlich immer dabei. Das ist, ja, wie ihr sehen könnt, hier sind auch ganz, ganz viele Reißverschlüsse. Also wir haben hier erstmal die Tasche, die ist riesengroß, wie ihr sehen könnt. Also da ist wirklich viel Platz, viel Stauraum und wir haben hier auch 4 Innentaschen. Und ich bin wirklich einfach nur begeistert, wie schön die auch von innen aussieht. Also auch wieder altrosa mit weißen Pünktchen. Und ja, hier hinten haben wir auch nochmal einen Reißverschluss.
Und ja, also wir haben hier wirklich eine große Möglichkeit, Sachen unterzubringen. Hier an den Seiten haben wir auch nochmal einen Reißverschluss. Auch hier an den Seiten können wir dann zum Beispiel auch Fläschchen reinmachen. Haben wir hier auch auf der anderen Seite. Und ja, hier vorne haben wir dann auch nochmal einen Reißverschluss. Und ja, ich bin einfach so verliebt in diese Wickeltasche, wirklich. Also die ist einfach nur ein Traum. Ich kann es euch absolut nur empfehlen, weil wir hier wirklich sehr, sehr viel reinbekommen. Und das ist natürlich unheimlich wichtig. Also gerade bei mir, ich habe hier dann zwei Kinder. Und ja, da muss ganz, ganz viel reinpassen. Ich verlinke euch auf jeden Fall die Tasche und Zubehör. Ich habe übrigens auch einen Rabattcode für euch, blende ich euch hier ein und schreibe ich euch auch nochmal unten in der Infobox. Also falls ihr wirklich Interesse haben solltet, dann könnt ihr auf jeden Fall sparen. Das ist mega, mega cool. Ja, und dann zeige ich euch, was die mir noch mitgeschickt haben. Damit habe ich ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. Also vielen, vielen Dank an dieser Stelle dafür. Ja, dann habe ich hier zwei Karabinerhaken mit zugeschickt bekommen. Die gibt es übrigens in verschiedenen Farben, je nachdem für was eine Wickeltasche ihr euch entscheidet. Und auch diese hier sind super, super hochwertig und die sind natürlich unerlässlich, damit wir die Wickeltasche an den Kinderwagen anhängen können. Ja, ja, dann war hier noch eine Wickelunterlage sozusagen oder Auflage. Ja, und das ist eben dafür da, damit wir das dann hier drüber legen können, bevor wir das Baby wickeln, um das hier einfach nochmal zu schützen, damit das nicht dreckig wird. Aber selbst wenn, kann man das natürlich auch waschen. Aber das finde ich auch richtig cool, dass das mit dabei ist. Ja, und hier war auch noch so ein Täschchen mit dabei. Gibt es auch in verschiedenen Farben. Und hier könnt ihr zum Beispiel die Schnullis reinmachen für unterwegs. Also auch sehr, sehr süß. Ja, und damit habe ich gar nicht gerechnet. Die haben mir von der Eigenmarke so kleine Babyhandtücher mitgeschickt, um eben das Babypopo für den Anfang zu säubern. Und dann haben sie mir passend zu der Wickeltasche hier Spucktücher mitgeschickt. Das sind zwei Stück, auch die gibt es in verschiedenen Farben. Und ja, einmal hier in Altrosa, wie gesagt, passend zur Wickeltasche. Und hier einmal in Weiß mit grauen Sternchen. Also richtig, richtig toll. Ich freue mich total, weil man kann wirklich nie genug Spucktücher haben oder Müllwindeln, ne? Ja, und dann wurde mir das hier noch zugeschickt und ich war so, so sprachlos. Wie süß ist das denn? Und hier steht, hello, my name is Bupu. Und dann habe ich das geöffnet und ich war so geflasht. Also ich habe hier auch erstmal losgeschrien. Ja, das ist ein Häschen. Schaut mal, wie süß ist dieser hier bitte. Super weich, eine Top-Qualität. Also Bupu hat wirklich eine super, super Qualität. Das ist sowieso hier alles 100% Baumwolle. Und ja, ich bin absolut begeistert und ich freue mich schon, wenn die Kleine da ist. Dann werde ich auf jeden Fall ja, ein paar Bilder mit diesem Häschen machen. Ja, ich wollte euch schnell die Kleidung zeigen von Shein und dann sehen wir uns gleich. So, ich wollte euch schnell die Kleider zeigen, die ich mir bei Shein bestellt habe. Ja, das ist das erste, das habe ich schon an, weil das ist super, super gemütlich. Ja, hier sind auch so Täschchen. Und hier passt natürlich mein Babybauch richtig schön rein. Schaut mal. Ja, es ist gestreift, wie ihr unschwer erkennen könnt. Weiß, hellgrau, richtig, richtig süß und ja, schön lang und luftig, so für die heißen Tage. Ja, sehr empfehlenswert. Und ich glaube, ich mache das gleich einfach ja, in Schnelldurchlauf und ziehe mich einfach um zwischendurch und hinterlege einfach Musik, weil sonst dauert das viel, viel zu lange. Ja, und jetzt würde ich sagen, ziehe ich mich wieder um.
Richtung ist so komisch. Naja, ich habe mich jetzt wieder schnell umgezogen. Wir gehen jetzt ein bisschen spazieren, die Sonne genießen und später setzen wir uns in den Garten, denn wir wollen ein bisschen was grillen und ja, ich nehme euch einfach mit. Samuel, ist das Auto nicht mittlerweile ein bisschen zu groß für dich? Papa! Zu groß. Zu klein. Papi! Papi? Ja. Papi? Mama? Ja? Wir haben einen Kreis gemacht. Wie ein Kreis? Achso, ja, wir sind im Kreis gelaufen, meinst du? Komm, Herz. Später Eintracht! Nee, oder? Doch. 20 Uhr. Oh Gott, ich hasse Fußball. So ja, WM und EM und wenn Spanien spielt und so, dann gucke ich auch sehr gerne. Und wenn wir gewinnen, dann schreie ich auch mit und sowas, aber ich bin kein Fußballer. Ja? Ja. Das ist Spanisch. Das ist ein spanisches Lied. Schatz, bleib bitte hier. Wir fahren Autos, ja? Guck mal, das Auto kostet so viel Geld. Alter, Lukas, wie siehst du aus? Was hast du für Schuhe? Ich komme von meinem Swimmingpool. Also, das nächste Mal ein bisschen mehr Mühe geben hier mit deinem Outfit, ja? Ich meine, hallo, romantischer Spaziergang und so. So, ich bin zu Hause. Mein Dorf. Schaut mal, wie süß, oder? Haben mir meine Männer gebracht. Kalte Kaffeelatte Macchiato. Auf, Fußball fängt an! Wow! Richtig cool. Und ich hab noch eine oben. Schaut's mal auf Fernsehen. Bitte. Weil Fußball kommt. Weil Fußball kommt. Ein Bier für Samuel und, und ein Wodka für den Vater. Ach was, mein Mann trinkt keinen Alkohol, deswegen sagt er das. Guten Morgen, meine wunderschönen Mädels. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Gestern ist nicht mehr viel passiert. Eintracht hat gewonnen. Lukas war sehr, sehr glücklich. Ja, ich habe heute Morgen schon einiges getan hier. Um ehrlich zu sein, habe ich mein komplettes Haus geputzt, also so Staubwischen und sowas. Und ja, danach habe ich es bereut. Ich glaube, ich habe es ein bisschen zu sehr übertrieben. Ich musste mich dann auch hinlegen, weil ich rechts an der Kaiserschnittsnarbe irgendwie total die Schmerzen bekommen habe. Und ja, der Körper spricht definitiv zu einem in der Schwangerschaft. Und diesmal hat er gesagt, es reicht jetzt wirklich, Mayra. Ja, wie gesagt, ich musste kurz meine Beine hochlegen, aber jetzt geht es mir einigermaßen besser. Ja, ich bin ungeschminkt, wie ihr unschwer erkennen könnt. Ich habe es heute echt gar nicht geschafft, mich zu schminken. Vielleicht bleibe ich auch so, keine Ahnung, je nachdem, nach Lust und Laune. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, was heute noch so Schönes passiert. Bleibt einfach dran. Meine Louis Vuitton-Tasche ist eben gerade angekommen, mein Muttertagsgeschenk sozusagen von Lukas. Eigentlich ist es kein Muttertagsgeschenk, mir reichen Blumen. Hier stehen auch schon die wunderschönen Blumen, die ich von ihm geschenkt bekommen habe. Aber es war so, dass diese Tasche, ich habe sie mir schon sehr, sehr lange gewünscht und die war immer ausverkauft und jetzt... Ja, hatte ich eben die Möglichkeit, die zu bestellen. Und jetzt ist sie da und oh mein Gott, ich bin total aufgeregt. Wir öffnen jetzt gemeinsam dieses Paket. Ja, und so schaut die Tasche aus. Die habe ich mir wirklich sehr, sehr lange gewünscht. Und jetzt für den Sommer ist die echt perfekt. Ich finde die so, so niedlich. Die hat auch echt eine gute Größe. Das ist die Favorite PM Damien Azur. Und ich finde die echt schön. Die gibt es auch in MM. Da ist sie ein bisschen größer. Aber ich wollte bewusst die kleinere Variante, weil ich es einfach so niedlich finde. Ne? Auch gerade, wenn man jetzt mit dem Kinderwagen unterwegs ist oder so, dann kann ich keine Shopper mehr tragen. Dann ist so eine kleine Tasche wirklich sehr, sehr praktisch. Einfach nur, um mein Handy und sowas reinzumachen. Also hier passt auf jeden Fall Handy rein und ja, Portemonnaie und solche Geschichten. Ja, und so schaut die Tasche getragen aus. Richtig schön. Hier ist auch so ein Henkel mit dabei aus Vachetteleder. Das färbt sich ja dann auch um mit der Zeit. Ich finde die Tasche echt sehr, sehr schön. Also auch perfekt gerade für den Sommer, wenn man so helle Geschichten anhat. So wie ich heute, so hellgrau oder eben weiße Kleidung. Dann sieht das sehr, sehr schön aus. Oder zu Jeans zum Beispiel.
Wir sind jetzt im Auto und fahren Eis essen. Und was für ein Eis magst du essen? Mango. Mango? Nicht ein Spaghetti-Eis? Oh, so ein Spaghetti-Eis wäre lecker. Oder wisst ihr, was ich total gerne mag? Ein Bananasplit. Oh Gott, ey, ich glaube, es ist Jahre her, dass ich Eis esse. Also mal eine Kugel Eis oder so habe ich schon zwischendurch mal gegessen. Aber so ein richtig, so ein Eisbecher, so mit verschiedenen Kugeln und Sahne und Soße und so ein Zeug, habe ich ewig nicht gegessen. Unglaublich. Ne? Jetzt gönnt sich heute die Mama mal was, ne? Die ist ja... Wo ist denn der Papa? Wo ist denn hier die Bank? Mama? Ja? Gehst du hin? Ich suche den Papi. Der ist verschwunden. Ich glaube, da kommt er. Da ist der. Aber Mama? Ja? Wo gehst du hin? Du bist da. Ja, ich bin in die falsche Richtung, mein Schatz. Au. Au, komm. Wir fahren jetzt zu einer anderen Eisdüle. Die Mama hat doch Gelüste. Ich will doch ein Spaghetti-Eis. Und ich mag kein Mango-Eis. Oh, der Samuel möchte ein Mango-Eis. Hallo? Was machst du, Schatz? Nichts. Wieso bist du so süß? Weil ich fress dich. Nein. Ich fress dich. Dann ess mich doch. Ich ess dich. Njam, 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 njam. So, eine Eisdiele gefunden. Ja, und hier unten. Und hier unten gibt's lecker Eis. Und errate doch mal, welches ich mag. Welches du magst, sollen wir erraten. Was für ein Eis magst du denn? Ein Schweineeis. Wollen wir den mal zeigen? Ja. Moment. Da. Und wieso magst du ein Schweineeis? Weil früher der Opa von Spanien hat gesagt, dass ich früher aussah wie ein Schwein. Der Opa aus Spanien. Wie netter war der Opa. Hat früher gesagt, er würde aussehen wie ein Schwein. Und warum? Weil du ein Dickerchen warst. Das hat er aber ganz nett gemacht. Wie ein Guaro. Como un guarrillo. Un perrito. Un perrito. Okay, oh mein Gott, wie lecker. Lukas, wusstest du, dass ich schon seit Jahren kein Bananensplit mehr gegessen habe? Die Kirschen krieg ich. Nee, die Kirschen gehören der Mutti. Der Mutti. Yummy. Nein, nicht. Mein Eis ist weg. Wow, und ein Kinderriegel. Und noch ein Eis. Freust du dich? Ja. Und das Eis hast du nie gesehen. Mega, ess mal, probier mal. Das arme Schwein. Halt dich mal gut fest. Wie genial ist das denn bitte? Pampers hat mir so ein Starterpaket geschickt. Einfach so, die haben mir das geschenkt. Ich freue mich gerade so, so sehr. Und schaut mal, die kenne ich hier zum Beispiel noch gar nicht. Das sind feuchte Tücher mit 99% Wasser. Die nennen sich Aquapur. Und hier bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, ich kenne die gar nicht. Und die sind mit 0% Parfüm und Alkohol, was natürlich super ist für den empfindlichen Popo der Babys. Hier sind 96 Stück, also 2x48. Und ich finde das Design halt auch voll schön, ne? Ich war erstmal so verwundert, so, was ist das denn? Ja, ich öffne das jetzt mal, weil ich bin gespannt, wie die Verpackung ist, so mit der Öffnung. So, ich habe das jetzt ausgepackt, also es sind 2 Packungen feuchte Tücher, jeweils 48 Stück. Und wie gesagt, 99% Wasser, Biobaumwolle und 0% Parfüm und Alkohol. Ja, und hier kann man das öffnen, finde ich immer gut. Ich habe auch schon dran geschnuppert und die riechen wirklich neutral. Ja, also vielen, vielen Dank an Pampers an dieser Stelle. Hier sind dann noch 4 Packungen Pampers dabei, so als Starterpaket sozusagen. Das sind die Premium Protection in der Nummer 1, genau 2 bis 5 Kilogramm. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr und bedanke mich nochmal ganz herzlich an dieser Stelle an Pampers.
So, ich fange jetzt an zu kochen, wieder mal mit HelloFresh. Das ist übrigens ja die letzte Woche, die letzte Box sozusagen. Und ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen traurig, weil ich sehr, sehr zufrieden war. Ja, weil ich einfach nicht mehr einkaufen gehen musste, weil ich mir ja keinen Kopf darüber zerbrechen musste, was genau ich kochen soll. Und ja, ich zeige euch jetzt die drei Gerichte, die ich mir für diese Woche ausgesucht habe. Also ihr könnt euch drei Gerichte aussuchen die Woche oder eben fünf von acht, die es in der Woche zur Auswahl gibt. Und zwar habe ich hier einmal vietnamesisches Rindfleisch. Das werde ich jetzt auch gleich kochen und das sieht so, so lecker aus. Ich habe schon so einen Hunger. Und dann gibt es hier einmal Kokoscurry mit violetten Spargel. Das sieht auch sehr, sehr interessant aus. Mit Buschbohnen, Champignons und fluffigen Jasminreis. Und dann haben wir hier einmal cremiger Hähnchen-Kartoffeleintopf. Ich weiß, ich habe euch das schon öfters erklärt, wie HelloFresh funktioniert, wie die Box ankommt. Ich habe auch schon ein Unboxing gemacht. Ich kann euch das sehr, sehr gerne unten in der Infobox verlinken. Das waren auf jeden Fall Vlogs, wo ich die Box mit euch zusammen geöffnet habe. Da könnt ihr sehr gerne vorbeischauen. Und auch über Instagram habe ich das euch mehrmals schon gezeigt in meiner Insta-Story. Die HelloFresh-Box bzw. was ich da koche, habe ich auch in meinen Highlights gespeichert bei Instagram. Also wenn ihr da auch vorbeischauen wollt, macht das sehr, sehr gerne. Ja, also es läuft so ab, ihr müsst nicht einkaufen gehen, ihr sucht euch eure Gerichte aus und die ganzen Zutaten werden einfach nach Hause geliefert. Das bedeutet, ihr könnt Zeit sparen. Außerdem kommt alles richtig frisch und gut verpackt an. Ihr müsst euch natürlich keine Gedanken mehr machen, was ihr kocht, denn es gibt immer ganz, ganz tolle und außergewöhnliche Gerichte zur Auswahl. Ansonsten könnt ihr hier zum Beispiel sehen, das ist ein Veggie-Gericht, es ist zeitsparend, ein leichter Genuss, neue Entdeckung, es dauert 30 Minuten, also das Nachkochen, und es hat eine Schwierigkeitsstufe von 2. Und hier auf der Rückseite könnt ihr die Step-by-Step-Anleitung anschauen und glaubt mir, es ist super, super einfach, diese Gerichte nachzukochen. Es ist wahnsinnig gut erklärt. Ansonsten haben wir hier die Zutaten, je nachdem, wie viele Personen man ist. Wir sind 3 Personen. Hier stehen die durchschnittlichen Nährwerte und die ganzen Allergene und so weiter und so fort. Und ja, ich bin super, super begeistert und das war eine der schönsten Kooperationen, die ich bis jetzt hatte, muss ich wirklich ehrlicherweise sagen. Ich war so, so zufrieden mit dieser Box. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht, mit HelloFresh zu kochen, ehrlich. Und ja, es war einfach immer wieder eine neue Überraschung, auch gerade so für die Geschmacksnerven und so. Immer was Cooles und Neues dabei, was man so vielleicht im Alltag gar nicht kochen würde. Ganz ehrlich, ich habe noch nie Zitronengras verarbeitet und dank HelloFresh habe ich Zitronengras verarbeitet oder selbstgemachte Pesto. Und ja, also wie gesagt, wir sind sehr, sehr zufrieden und ja, und ich würde jetzt sagen, ich lege jetzt los, weil meine Männer haben Hunger. Ich habe übrigens auch einen Rabattcode für euch und zwar HelloMaira30. Der hat einen Wert von 30 Euro, also 15 Euro auf die erste HelloFresh Box und 15 Euro auf die zweite HelloFresh Box. Bis zum 30.06. genau, gilt für Neukunden. Und ja, ansonsten verlinke ich euch HelloFresh unten in der Infobox. So, und hier ist die Papiertüte. Hier kommt alles richtig schön verpackt an. Wir haben hier zum Beispiel einmal die Buschbohnen. Dann haben wir hier das Rindfleisch. Das ist übrigens, Moment, Premium-Qualität. Und ich kann euch wirklich sagen, dass das Fleisch bei HelloFresh super gesund schmeckt. Und glaubt mir, ihr werdet einen Unterschied bemerken. Total lecker. Ja, dann haben wir hier, schaut mal, was eine tolle Paprika, wie schön die glänzt. Ja, Wahnsinn. Ja, also wir sind wirklich absolut begeistert und ich lege jetzt mal los. Und fertig ist mein vietnamesisches Rindfleisch. Das war auf jeden Fall super, super einfach nachzukochen. Es sieht sehr, sehr lecker aus. Wir lassen uns das auf jeden Fall jetzt schmecken. Aber ich wollte euch schnell noch einen Vergleich zeigen. Schaut mal. Ich glaube, es sieht ganz gut aus. Ja, also guten Appetit, würde ich sagen. Und ja, auf jeden Fall eine dicke Empfehlung von mir. Ich möchte HelloFresh nicht mehr vermissen. Es schmeckt wirklich super, super lecker. Das Fleisch hat eine super Qualität. Das Gemüse, alle Zutaten, die geliefert werden. Und ja, ich freue mich jetzt.